Hey Leute und willkommen zu einem neuen Let's Draw von mir, und heute haben wir den lieben Sanji gezeichnet aus One Piece. Ich habe nicht so wirklich Ahnung über One Piece, da ich One Piece vielleicht, sagen wir mal, 150 Folgen Free TV geguckt habe. Also nicht 150 Folgen, aber vielleicht 100 Folgen. Ich weiß nicht so genau, weil ich eigentlich relativ langweilig fand, immer die Wiederholungen zu gucken, weil ich irgendwie immer typischerweise mal eingeschaltet habe, wo Wiederholungen kamen. Ja. Es wird immer noch ein Speeddrawing dazu geben, wo ich nicht über Scheiße oder sowas labere und wir hoffentlich, okay, nicht wirklich hören können, dass ich ein neues Mikro habe. Das ist nämlich ungefähr dieselbe Qualität, was ich vorher hatte, außer dass der Preis ein bisschen höher war und ich jetzt auch einen besseren Popschutz habe. Ich habe hier so ein kleines Script, was ich vom letzten Mal noch habe. Und da steht einfach den Manga mit einem Anime vergleichen. Na gut, hab ich gesagt, dass ich jemals einen One Piece Manga in der Hand hatte, oder? Den Anime habe ich, glaube ich, mal geguckt gehabt. Den Zeichenstil fand ich, also ich weiß jetzt ungefähr, wie die aussehen. Ich habe ja ein paar Bilder gesehen, wo ich nach Sanji gesucht habe, beim Zeichnen zumindest so eine Vorlage zu haben. Und da ist mir aufgefallen, dass der Zeichenstil oder der Farbstil sich auf, oder der Animationsstil auf jeden Fall 100.000 Mal besser geworden ist. Als früher, okay. Früher, ich weiß auch so viel ungefähr, dass es der beliebteste Manga ist. Glaube ich, ja. Sollte eigentlich der beliebteste Manga sein, laut der Wikipedia. Ja. Aber ist auch schon krass, wie oft der Manga einfach millionenweit verkauft wurde. Das war der Manga, nicht der Anime. Boah, 345 Millionen Mal weltweit. Steht jetzt zumindest. Ich weiß nicht, ob es richtig ist oder falsch ist. Es ist immer nicht zu glauben, ob Wikipedia alles richtig ausdrückt, und ja, deswegen weiß ich nicht alles so. Wunderbar, ich habe mir eigentlich vorgenommen, einen Co-Moderator dabei zu haben, aber da ich genau weiß, dass es eh nichts wird mit dem, mache ich einfach mal hier so ein bisschen mit Wikipedia, und ja, für alle One Piece Fans, verzeiht mir. Ich wollte mal gucken, aber keine Lust, das ist mir zu viel Zeit, die ich neu aufbringen möchte. Wie viele Kapitel gibt's davon denn? Oh Gott, einfach viel zu viele. Die haben irgendwas zu viel Spoiler. Ich hab ihn wenigstens gefragt, über was ich reden soll, aber das wäre zu harter Spoiler, und mich interessieren ja auch keine Spoiler bei One Piece, weil ich das eh nicht gucken werde. Genauso wie Naruto, Bleach. Okay, Bleach habe ich, glaube ich, bis zu Folge 150 geguckt. Ja, werde ich vielleicht auch noch ein Speeddrawing machen. Ach, da fällt mir gerade auch nochmal ein. Wenn ihr auf meine Kanalseite geht, könnt ihr meine Zeichenaufträge sehen. Das ist so eine Tabelle, wo ich alles Aufträge, die jemals in Kommentaren gestellt wurden oder noch offen stehen, so aufgelistet habe, ob ich es schon gemacht habe. Wenn ich es schon gemacht habe, habe ich einen Link reingemacht. Und es ist kein One Piece Let's Talk, das weiß ich auch. Bitte nicht in den Kommentaren nachfragen, aber ich kann leider nichts dagegen ändern, dass ich keine Ahnung darüber habe. Und ich hoffe mal, dass die Tonspur auch ein bisschen relativ nice sich anhört. Wenn es ein Rauschen bei euch sein könnte, dann hört es lieber euch über Boxen an, denn über Boxen hört man kein einziges Rauschen. Ja, zumindest ist es bei meinen so. Ich weiß nicht, was ihr für Boxen habt oder einfach. Und ja. Der Zeichenstil finde ich eigentlich relativ nice. Aber ich finde es halt nicht so wie Death Note oder sowas. Death Note und sowas kann man eigentlich, glaube ich, gar nicht so wirklich mit vergleichen, mit dem Zeichenstil zumindest. One Piece ist eigentlich relativ lustig, glaube ich. Sollte ein bisschen lustiger sein, habe ich so in Erinnerung. Ich bin, glaube ich, nie durchgescheckt durch diese ganzen
Kämpfe, da war ich nie. Ich habe meistens immer bei den Kämpfen eingeschaltet. Aber ich habe nie irgendwie was mitbekommen, warum die überhaupt kämpfen oder um was es da sich überhaupt handelt. Da ich die vorherigen Folgen nicht geguckt habe. Ich habe ab und zu, glaube ich, mal bei Folge 100, ab und zu bei Folge 50 reingeguckt und ab und zu bei Folge 3 oder 4, keine Ahnung, kenne mich nicht aus. One Piece ist deswegen auch nicht in meiner Top 10 drin, da ich keine Ahnung darüber habe. Wenn ich den geguckt hätte, wäre es vielleicht in meiner Top 10 drin. Aber wahrscheinlich nur, weil ich das durch der Kindheit drin hatte. Das ist sowas wie Digimon wahrscheinlich. Leb deinen Traum. Und ja. Das ist immer noch die beste Opening. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe diesen Anime einfach immer noch so enorm. Ich werde auch noch ein Drawing dazu geben, wenn ihr Lust habt, auch ein Commentary, da ich da sicherlich viel, viel mehr drüber reden kann als über One Piece. Hier sind eigentlich gerade nur ein paar Infos drin, die ich eigentlich relativ gern nie sagen will in so einem Commentary Let's Draw. Denn, ja, sonst würde das Video schon seit 3 Minuten zu Ende sein oder so, wette ich zumindest. Was hält mich an diesem Anime? Mich hält nicht eigentlich gar nichts an diesem Anime, da ich vom Anfang an kein einziges bisschen mitbekommen habe. Ich glaube, die erste Folge habe ich mal geguckt, aber so genau weiß ich es gar nicht mehr, was da drin vorgekommen ist. Das ist schon zu lange her und ich habe zu viele andere gute Animes geguckt. Den Manga kann ich nicht vergleichen, da ich den noch nicht mal in der Hand hatte. Aber dafür hatte ich schon viele, viele Animes, andere Manga in der Hand. Und ich sollte nicht Manga, ich sollte nicht Mangas sagen, sondern Manga. Also wie es auch ausgesprochen wird, weil es, glaube ich, in Japanisch keine Mehrzahl gibt. Und das hört sich dann auch immer besser an, wenn man es richtig ausspricht, so wie Barkas gibt's auch nicht. Barkas gibt's auch nicht. Nee. Hört sich scheiße an, ja. Barka. Barka, okay. Jetzt übertreibe ich es so viel mit Barker. Also ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt nicht, auf welchen Stand dieser Anime und über was es überhaupt sich da handelt. Deswegen kann ich auch keine Verbesserungsvorschläge geben, die er sich eh nicht zum Herzen nehmen würde. Wie heißt das Zeichen überhaupt? Jetzt muss ich nochmal auf Wikipedia gucken. Der Zeichner ist Ichiro oder so, wie der ausgesprochen wird. Sorry für die One Piece-Fans, wenn ich die falsch ausspreche. Auf jeden Fall wird er in Shonen Jump gezeigt in Japan. Das ist. Okay. Das erste Band ist einfach so enorm verkauft worden. Es ist kein Wunder, dass es einfach jeder kennt eigentlich fast auf dieser Welt. Bloß ich bin mit einer der einzigsten oder mit einer der vielen einzigsten, die One Piece einfach nicht mögen, weil. Ich weiß nicht. Ich finde die Kämpfe langweilig. Wenn man das vergleicht mit, okay, jetzt muss ich auch einen Kampfanime finden, den ich nicht langweilig finde. Zum Beispiel Dragon Ball. Ist übelst langgezogen. Die labern einfach so todeslangweilig. Ich glaube, dieser Freezer-Kampf hat 2 Stunden gedauert oder sowas. Die habe ich mir reingeguckt. Alter, ich war krank. Ich war zerstört danach. Alter, das kann man gar nicht mehr fassen, wie lange ich mir das eigentlich angeguckt habe. Okay, die Cell-Saga war wieder gut, aber. Okay, mit der Cell-Saga bin ich noch gar nicht fertig, aber. Ich sollte auch mal One Piece anfangen zu gucken. Ich glaube, ich werde eh nie auf den Stand der Dinge bringen. Dieser Oda weiß ja schon ganz genau, was die Story dabei anhalten will und glaubt, er zieht die Manga, also die Geschichte einfach so lange. Bis er keine Lust mehr dazu hat oder einfach nicht mehr will oder lässt den Manga nie enden. Das gibt es ja auch manchmal, weil es irgendwie, keine Ahnung. One Piece hat, glaube ich, noch nicht, kann, glaube ich, noch 10 Jahre weitergehen oder sowas, hat er, glaube ich, irgendwann mal gesagt. Ich weiß es nicht mehr so ganz, ich habe keine Infos darüber. Und ja. Aber er weiß schon ganz genau, wie das enden wird, glaube ich. Oder hat er das nicht gesagt? Irgendwie sowas in der Art. Ja, der eine Typ hat gesagt, ich soll irgendwas. Warte, ich gucke was auf mein Handy.
irgendwer stirbt da jemand. Krieg auf Marineford. Okay, kann ich nichts drüber wirklich reden, denn dieser Wikipedia-Text ist einfach enorm scheiße darüber. Alter, was soll man da reden über diesen scheiß Wikipedia-Text? Das sagt da rein gar nichts aus. Ich kann ja noch irgendwas über Zanjian. Also, zumindest der eine Typ, bei dem ich Kung Fu habe, sagt, nee, sage ich mal lieber nicht, ich möchte nicht gegen die treuen Fans was aussagen, aber nee, ich lasse es mal lieber, sonst kommt wieder der ganze Hate von Dragon Ball, von One Piece. Warum verwechsel ich die eigentlich immer? Das ist immer nicht so cool. Oh ja, ich bin wieder der Oberskiller 9000, yay. Yeah. One Piece. Ja, demnächst würde ich mal kurz auf meinen Kanal gehen. Entschuldigt mich, dass ich so unprofessionell bin. Das dauert immer ein bisschen länger. Ich habe ja sogar Aufzeichnungsaufträge. Demnächst würde ich dann sagen, dass ich nochmal Light und Ryuk zeichne aus Death Note. Übrigens, falls da mal ein paar Fehler in den Namen drin sind, ich habe die übrigens nur aus den Kommentaren rauskopiert und eingefügt. Würde auch ein Commentary Let's Draw dazu kommen. Aber da ist, glaube ich, der große Vorteil, dass ich dass ich einen Fanart davon mache, also kein Vorlage benutze, sondern einfach ein Fanart und vielleicht ein Fanart, ey. Ich finde es auch immer noch lustig, wie manche Copic-Marker aussprechen. Oder ich spreche jetzt total falsch aus und bin es nur gewohnt so. Aber tut mir leid für die Leute, die das richtig aussprechen können, aber ich sag Copic-Marker. Ich wette, das ist auch falsch ausgesprochen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ich an meinen Videos verbessern soll und wie ihr das Video zu meinen Zeichnungen fandet. Das habe ich nämlich gar nicht erwähnt. Schaut mal in die Infobeschreibung, da ist ein Video, wo ich alle meine Zeichnungen vorstelle. Also ist da auch ein paar One Piece Bilder dabei, Dragon Ball, ein paar eigene Charaktere, okay, ein oder zwei. Ganz viel Detektiv Conan, weil ich ein riesen Detektiv Conan Fan bin. One Piece ist, glaube ich, auch Zorro dabei und Chopper. Ja, glaub schon. Mehr glaube ich noch nicht. Nami glaube ich auch noch, aber mehr habe ich glaube ich nicht gezeichnet. Zorro natürlich auch. Zorro ist natürlich immer die Standard, das ist eigentlich. Ich kann nochmal darüber reden, was mein Lieblingscharakter von One Piece ist. Ich kenne mich ja nicht so wirklich mit One Piece aus, aber ich sag einfach mal, ich liebe ja Schwertkunst, Schwertkampfkunst und alles. Deswegen nehme ich einfach mal Zorro, Zorro oder wie er heißt, dieser Kopfgeldjäger. Ich wusste sogar was, dass der Kopfgeldjäger ist. Yay! Yeah. Ich bin doch nicht so weit zurückgeblieben. Aber ich glaube, das wurde schon in der ersten oder dritten oder vierten Folge aufgeklärt oder sowas. Keine Ahnung. Ich kenne mich ja nicht aus. Sorry für dieses schlechte Video, dass ich nicht wirklich über One Piece gelabert habe, da ich nicht so wirklich viel Ahnung drüber habe. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr mein Detektiv Conan letzte Woche sehen wollt, weil ich da stundenlang drüber labern kann. Oder einfach mal irgendwas anderes macht. Und falls ihr mal Lust habt, könnt ihr einfach mal meine Zeichenmusik Playlist angucken. Ist auch unten auf meiner Kanalseite verlinkt. Und wie alle wichtigen Links sind unten in der Videobeschreibung. Und falls irgendwer mal irgendein Bild von mir kaufen will, weil es gut gezeichnet ist, immer mit der PN anschreiben, also mit YouTube-PN. Also falls ihr es nicht wisst, könnt ihr mir auch einfach bei Twitter oder bei Facebook eine Nachricht schreiben. Bei DeviantArt weiß ich gar nicht, wie das geht. Kann man da irgendwelche drei neuen Nachrichten oder was es sein soll. Valentinstag? Wann ist das denn? Ist das heute oder morgen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich euch sagen,
Haut rein, Leute. Und ciao, ihr lieben Tori Armee. Das ist übrigens von meinem Gaming-Kanal abgeleitet. Und ciao, drei Leute. Und ciao.